Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Ich bedanke mich bei meiner Fraktion, dass ich heute als Ostdeutscher zur Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung reden darf. Es gibt mir die Gelegenheit, Helmut Kohl als Mensch und als Staatsmann zu schildern, so wie ich ihn noch erleben durfte. Als ich 1994 in den Deutschen Bundestag, damals noch in Bonn, kam und wir saßen in den Fraktionen verstreut, ging es vielen wie mir. Wir schauten genau hin, was die da auf der Regierungsbank so machten, wie sie sich gaben, wie sie sich unterhalten. Und der Helmut Kohl, der hatte eine Angewohnheit gehabt: Wenn er auf seinem Platz saß, fasste er seine rechte Jackentasche, brachte ein kleines Notizbuch heraus, riss eine Seite heraus, fasste in die linke Tasche, brachte einen kleinen Bleistift hervor, klemmte die Zunge ein wenig unter und schrieb etwas auf diesen Zettel, faltete ihn eng zusammen und gab er auf der Regierungsbank zu einem Minister oder einer Staatssekretärin. Der und die Empfängerin machten auf, lasen, drehten rum, schrieben was drauf, falteten wieder zusammen. Es ging zurück an Helmut Kohl. Helmut Kohl öffnete das Ganze, las es. Dann zerriss er es so klein, dass es nie wieder jemand zusammensetzen konnte, kein Geheimdienst dieser Welt, weil für mich, für uns war klar, Staatsgeheimnisse. Bis mir mal eine Staatssekretärin nach vielen Jahren erzählte, was auf gelegentlich einem Brief an sie drauf stand. Da stand drauf: Gertrud, wann bringst du mal wieder hausgeschlachtene Wurst mit? Dass ich 1994 mit mir viele andere unsere ostdeutsche Heimat im Bundestag vertreten durften, hatte viel mit dem Staatsmann Helmut Kohl zu tun. Mit seiner Überzeugung, seinem Stehvermögen, seiner Autorität und auch seiner internationalen Akzeptanz. Denn, und das ist heute schon wieder erklärungsbedürftig, weit in den 80er Jahren waren weite Kreise der bundesdeutschen Gesellschaft, Bevölkerung, Publizistik, Parteien auf dem Trip, eine eigene DDR-Staatsbürgerschaft zu akzeptieren und die Teilung Deutschlands in Bundesrepublik und DDR dauerhaft hinzunehmen. Auf diese Erwartungshaltung, Forderungen in der Gesellschaft, auch Literatur-Nobelpreisträger und viele Zitate sind alle da, sattelte Erich Honecker mit seinen Gera-Forderungen auf. Und diese Forderungen waren vier Stück: Elbgrenze in der Elbmitte, Auflösung der Erfassungsstelle für DDR-Unrecht in Salzgitter, Anerkennung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft, Aufwertung der ständigen Vertretung zu Botschaften. Erfassungsstelle in Salzgitter. Da ist das DDR-Unrecht, was insbesondere auch in den Gefängnissen, in Bautz, in Hohenschönhausen, anderen Gefängnissen, bei politischen Häftlingen geschehen ist, aufgezeichnet worden. Und ich weiß von vielen Häftlingen, die danach berichtet haben, dass sie durchgehalten haben in der Erwartung, der Hoffnung, dass das irgendwo notiert, aufgeschrieben ist, der Nachwelt dokumentiert wird, wie sie zerstört werden sollten, ihre Persönlichkeit gebrochen. Und genau diese Erfassungsstelle sollte nicht mehr weiter bestehen. Die Finanzierung wurde von Bundesländern eingestellt, als erstes von Oskar Lafontaine als Ministerpräsident im Saarland, dann von allen SPD-geführten Bundesländern. Und Helmut Kohl hat entschieden, der Bund verdoppelt seine Ausgaben für diese Erfassungsstelle, damit sie, und sie hat bis 1989 weitergearbeitet. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, eigene DDR-Staatsbürgerschaft. Es gibt viele Zitate. Wir sollten nicht von der deutschen Einheit reden, das ist hochreaktionär, Gerhard Schröder zum Beispiel, damit Erich Honeckers Forderung einer eigenen DDR-Staatsbürgerschaft und der Streichung des Wiedervereinigungsgebotes aus dem Grundgesetz nachgekommen werden sollte. Wir haben 1989 am 9. November die Mauer von Ost nach West umgeschubst. War ein großer Akt. Wenn wir damals DDR-Bürger gewesen wären, hätten wir alle in der Bundesrepublik politisches Asyl beantragen müssen. Und das Festhalten an der deutschen Einheit, der einheitlichen deutschen Staatsbürgerschaft, ist es zu verdanken, dass relativ fast problemlos wir integriert werden konnten, auch vom Staatsbürgerrecht in die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ein drittes. Beeile mich, Herr Präsident. Ein drittes. Am 11. November 1989 hat Michael Gorbatschow Helmut Kohl angerufen und hat gesagt: Herr Bundeskanzler, ich habe berichtet, dass es möglicherweise sich aufschaukeln könnte in Ost-Berlin. Er hatte Sorge um die sowjetischen Einrichtungen, das Ehrenmal, die Botschaft.
Und Helmut Kohl hat ihm gesagt, Herr Generalsekretär, ich versichere Ihnen, das wird es nicht geben. Wir werden alles tun, dass das gleichmäßig und geordneten Bahn verläuft. Und Michael Gorbatschow hat diesem Helmut Kohl vertraut. Und wir verdanken ihm die schnelle Einheit. Und für viele Ostdeutsche verneige ich mich vor dem Staatsmann Helmut Kohl. Vielen Dank, Herr Kollege Grund.